Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Crew und immer noch mit der coolen Truppe hier mit Light zusammen. Hallo. Hallo. Und der Racer XNFS wird gesucht gerade und ja, ich gebe euch mal ganz kurz einen Überblick, wo wir gerade sind. Wir sind nämlich im Big Apple, wir sind in New York, Stadtteil, ups, wo ist denn das jetzt? Wir sind in Queens, glaube ich, oder? Oder sind wir, wo ist das hier, Brooklyn? Brooklyn sind wir. An der Ecke. Was ich sehr geil finde, guck mal auf die Map, Light. Manhattan haben sie irgendwie fast mit allen Straßen, die dazugehören, genommen. Alles andere ist halt ein bisschen kleiner ausgefallen. Na gut, Manhattan ist ja auch nicht so groß. Naja, also ich finde, das ist von den Ausmaßen her, ist das, was am realistischsten rüberkommt. Ja, aber das ist sehr nice. Aber das Manhattan halt in Wirklichkeit ist ja auch schon nicht so groß, stimmt, was man sagen kann. Au, das ist schwer nachzubauen. Also es ist schon schwer nachzubauen, so ist nicht, aber... Ja, aber das ist halt so markant, das muss man machen. Na gut, ich fahr mal hier kurz zum Tuner, das ist nämlich der Geländetuner. Betreten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Harry heißt der gute Typ übrigens. Ach nee, das ist gar nicht Harry. Harry ist die Mission, die wir gleich machen müssen. Gucken wir mal, Fahrzeugtuner. Oh yeah. Geländekit wählen. Wie sieht's denn aus hier? Gelände. Schon von Zoe bezahlt. Soll ich denn auf Gelände gehen? Ich meine, wir sind jetzt in New York. Vielleicht ist da so ein Geländekit, ist vielleicht eher doof, oder? Du solltest dir aber schon ein Geländekit holen. Das gehört zur Mission, du kannst es ja dann austauschen. Okay. Also es hat sich optisch an meinem Wagen nicht viel verändert, glaube ich. Oh, wobei? Doch, jetzt haut sich zusammen. Doch. Oh yeah, fuck yeah, geil. Leider? Ein brandneues Auto. Stell ich fest. Ja, die Kits sind wirklich neue Autos, weil meine Vinyls und alles sind weg. Oh. Das sieht nice. So langweilig aus. Nice, Demo-Mod. Cooler Demo-Modus. Sieht das cool aus? Jetzt dreht er hier so rum. Okay, nice. Achso, Tür in den Wagen. Was kann ich denn hier oben machen? Visuell. Was hattest du? Warte mal. Stoßfänger? Haben wir hier schon? Geil, Mann, aber... Ja, Mann, der sieht auch cool aus. Das ist doch das Ding, was ich jetzt dran habe, oder? Es gibt doch im Prinzip nur die drei. Ah, nee, hier die Lippe ändert sich. Das ist ja scheiße. Oh! Dann nehme ich mal das, okay, hier, oder? Dann muss ich ein bisschen auf dich warten. Wieso? Weil du so weit kommen musst wie ich. Weil wir was aussuchen sollten. Tier gemeinsam wahrscheinlich aussuchen sollen. Wollen. Okay, na, ich bleib einfach mal bei dem Wagen. Und nimm den einfach mal so mit. Möchtest du den Fahrzeugtuner verlassen? Ja. Oh yeah. Ich werde dir nämlich gleich so ein bisschen was erzählen, was dieses Spiel im Ohr macht. Okay. Da bin ich ja gespannt. Gucken wir mal. Nice. Ab jetzt kannst du eine von zwei 510-Fraktionen wählen. Du kannst jederzeit wechseln, wenn noch mehr Fraktionen verfügbar werden. Oder bleiben, wo du bist. Oh, Fraktionen. Um dein Anziehen in der Szene zu festigen, musst du dich einer der fünf Fraktionen anschließen. Tritt für deine Fraktion in PvE- und PvP-Missionen und Events an. PvP. Missionen und Events kannst du Ansehen für dich und deine Fraktion gewinnen. Je besser deine Leistung, desto höher dein Ansehen und dein Tagesgehalt. PvP können wir auch mal ausprobieren. Mhm. Also, nicht heute, ich steig aus dem Auto aus und knall dich aus deiner scheiß Karre. Yo, babam! Ist es schon bei der Auswahl? Noch nicht, warte. Nice, okay, sieht aber cool aus. Gut, Wolves und Eagles. Ich würde Eagles nehmen. Was nimmst du? Okay, wenn du Eagles nimmst, nehme ich auch Eagles. Adler sind cool. Ja, Adler sind immer cool. Dein Ansehen und Rang werden zurückgesetzt. Fraktion wirklich wechseln. Achso, ich bin ja schon Wolves, oder was? Ja, wir können ja Eagles machen. Wir haben noch nichts dafür gemacht. Wir haben ja keine PvP-Sachen dazu gewonnen. Dann machen wir jetzt Eagles, oder? Du kannst sie gleich verjubeln oder für einen duften neuen Schlitten sparen. Nice. Wie du willst. True Credits. Okay, ja, 100.000.
Aber es sind Crew-Credits, das ist nicht das richtige Geld, ne? Ja, aber Crew-Credits ist die Premium-Währung, die man sich kaufen muss. Ja. Und 100.000 klingt irgendwie ziemlich viel. Ja, das klingt ziemlich nach, ey, guck mal, ich geb dir jetzt was, da kannst du dir ein bisschen was kaufen. Und dann wirst du merken, wie geil das ist, dann kaufst du dir mehr davon. Genau, richtig. Das ist ja leider auch etwas, was in der heutigen Spielebranche mir etwas sauer aufstößt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja, mir aber auch. Das ist einfach, selbst wenn du dir einen Vollpreistitel holst und das Spiel ist dein Vollpreistitel, dass es jetzt hier direkt sowas wie einen Season Pass zum Beispiel schon gibt, wo dann, gegen Season Pass an sich habe ich nichts, aber der ist halt schon ziemlich teuer. Aber ich glaube auf eBay 24 Euro und vielleicht hole ich mir den sogar auch noch, aber ich finde das trotzdem nicht so mega geil, ja. Da gibt's einen Season Pass? Ja, du musst zu Harry, ne? Wir müssen beide zu Harry. Da gibt's einen Season Pass, ja, weil du kriegst dann auch irgendwie noch, wenn du den holst, 2 oder 3 Autos dazu. Okay. Sehr cool. 2 oder 3 Autos, ja, und Updates und so. Wie lange wir das spielen, da kann man das schon überlegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei Forza war ein Season Pass immer ganz geil, weil du dann halt immer monatlich also ich hatte mir immer die Collector's Edition geholt und da ist nicht nur ein Season Pass drin, sondern auch ein VIP Pass, beziehungsweise bei Horizon war es nur der VIP Pass und die Season Pass habe ich mir dann gekauft nochmal. Der VIP Pass sorgt nämlich dafür, dass du alles 400 Punkte günstiger kriegst und der Season Pass, da kannst du dann sowieso nochmal vergünstigt kaufen. Also bei Forza 4 war es dann so, dass ich dann alle DLCs umsonst gekriegt habe. Aber gut, Season Pass kostet dann auch nochmal 20 Euro, ne? Season Pass ist ja alle die DLCs eigentlich umsonst. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen gemein inzwischen, dass man Season Pass Pässe verkauft, bevor es überhaupt das Spiel richtig raus ist. Also, ja, ja. Du siehst schon oft inzwischen auf Steam so, kauft dir Spiel XYZ, ich will jetzt noch keinen Namen nennen, und dann direkt hier inklusive Season Pass nochmal irgendwie so ein Scheiß. Und dann denkst du dir halt auch gleich so, es fängt halt einfach gleich an. Es geht einfach gleich damit los. Ja, viel schlimmer finde ich das, aber Season Pass geht ja noch, aber wenn das so Rennspielen ist, wo du zum Beispiel Wagen einfach kriegst. Was ich schade finde, ist, dass du die Wagen nicht anders freischalten kannst. Das finde ich dann doof. Mhm. Wenn du sie dir für Ingame-Währung kaufen könntest, noch zusätzlich, dann hätte ich kein Problem damit. Aber wenn es da wirklich nur Premium-Währung ist oder Echtgeld-Währung, das ist halt ärgerlich. Aber viel schlimmer finde ich zum Beispiel nur mal Battlefield. Ich glaube, da kostet ein DLC, ist immer zum Release oder teilweise schon vor dem Release draußen und kostet dann 30 Euro oder 20 Euro und sind effektiv dann nur ein paar Maps oder sowas. Kurz gerade ein bisschen. Die Mission kann man nicht im Kopf spielen. Echt nicht? Mhm. Ja gut, dann mach das, dann schließ das mal eben so ab. Ich werde auch gleich da sein. Bei mir ruckelt das gerade nur, ich habe übelste Performance-Probleme. Ich hoffe, es liegt nicht daran, dass meine Festplatte voll ist. Das wäre schlecht. Oh, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal aufgenommen mit einer vollen Festplatte. Einfach eine Stunde aufgenommen und war nichts mehr da. Das ist natürlich ärgerlich. Das passiert mir hoffentlich nicht. Ich hatte noch ein bisschen Platz, also das dürfte nicht das Problem sein. Aber ich habe trotzdem übelste Frame-Probleme gerade. Boah, für ein MMO hat das Spiel echt gute Cutscene. Also für ein MMO. Also ich ruckel mich hier gerade durch die Gegend. Ach da, jetzt bin ich auch noch dran vorbeigeruckelt. Okay. So, dann schauen wir uns das doch mal an hier. Einzel. Go! Harry? Hey! Jemand zu Hause? Du willst was von mir? Los, hol's! Harry, ich bin's. Alex. Oh, Scheiße. Alex! Ich dachte schon, die wollen mir ans Leder. Wer will das? Ja, eine Menge. Ich hoffte, die tragen's unter sich aus. Weißt du, Mann, das hier hatte früher mal Gewicht. Aber heutzutage... Oh nein. Nein, Mann! Leg du auf, verdammt! Es ist nicht, was du denkst. Gerade erst draußen und schon mit einem Fuß im selben Grab wie dein Bruder. Halt mal die Schnauze und hör zu.
Ich jage den Mörder von Dayton. Ich brauche Hilfe, Mann. Das wird gefährlich. Und schmutzig. Alles, was ich biete, ist Rache. Nicht mehr, nicht weniger. Für Dayton. Fett. Fertig? Ich habe ein lauschiges Plätzchen für unser HQ. Da sollten wir unsere Geschäfte betreiben können, ohne dass wir Aufmerksamkeit erregen. Saugeil. Ja, jetzt fahre ich ein bisschen hier, fahre ins New York Headquarter. Genau. Sau cool, ey. Alter, die Cutscenes sind hammergeil. Ich sag mal so, die Story an sich ist nichts, was man noch nie gesehen hätte oder so. Ganz ehrlich? Ja, also, ne? Aber für ein MMO ist es wirklich gut. Er wollte ein legales Business aufziehen. Ja, es ist nichts Besonderes. Die Story ist nichts Besonderes. Ich finde die Aufmachung mal. Ja. Die Story an sich ist schwach. Also, keine Ahnung. Ja. Bruder wird getötet, du gehst in den Knast, kommst als Undercover-Agent wieder. Und ne? Ich glaube, war das nicht bei Need for Speed Undercover nicht genauso? Na, irgendwie sowas war da, ja. Keine Ahnung. Also, ja, aber die Aufmachung ist echt gut. Vor allem, wie gesagt, muss man bedenken, dass der Fokus nicht auf der Story liegt in diesem Spiel. Ja, aber was mich auch noch sehr begeistert, ist, dass, das hatte ich schon mal angesprochen. Ich wollte dich schützen. Kurz? Solange die Five Tens nicht wussten, wo du bist, haben sie dich nicht gesucht. Aber sie wussten, dass du Dicke mit Dayton bist. Gab das kein Problem? Du hast keinen Schimmer. Das ist vorbei. Ich lebe noch. Okay, das hatte ich schon mal angesprochen in einer meiner Folgen. Und zwar, dass ich das sehr gut finde, dass der Hauptcharakter, den du ja selber spielst, eine Stimme hat und wirklich so aktiv auch dabei ist. Weil es gibt viele Spiele, wo du einfach immer nur Befehle entgegennimmst und von deinem Charakter nie irgendwie eine Sprachausgabe oder sowas hast. Mhm. War es noch 10 Sekunden? Oh. Ach so, die Mission ging auf Zeit. Mhm. Krass. Ah, es laggt einfach, wenn ich mit dir zusammen spiele. Komisch. Ups. Hack dich, damit du schlechter bist als ich. Genau. Nee, ist irgendwie, wenn man in der Crew spielt, dann wird ja die Verbindung permanent hergestellt zwischen uns. Und dann gibt es natürlich auch Lags. Wenn ich alleine spiele, ist das nicht so. Okay, ich werde dir jetzt die Situation hier erklären. Okay, schauen wir mal. Er erklärt mir die Situation an der Ostküste. An der Ostküste geht es nur um Autos und Bares. High-End-Wagen kommen aus Europa. Geld und andere Waren gehen raus. Ein gewisser Eric Tzu kontrolliert die Region. Eric ist mit Schiff aufgewachsen. Sie sind zusammen, seit Schiff 13 war. Einer deckt den anderen. Das Problem mit Eric, er ist Psycho. Manchmal richtig Psycho. Vor kurzem sind Fahrzeuglieferungen verloren gegangen. Alles deutet auf einen Insider. Jeder weiß, es ist Eric. Aber da er so dicke mit Schiff ist, will ihn keiner ohne Beweis beschuldigen. Aber die 510-Oberin interessiert nur ihr Anteil. Wenn Eric also nicht bald das fehlende Geld rausrückt, wird's einen internen Krieg geben. Und wir alle wissen, dass Kriege nicht lange intern bleiben. In vielen Fällen geraten Unschuldige ins Kreuzfeuer. Du willst aufsteigen? Dann hilf Eric, das fehlende Geld aufzutreiben. Und zwar so schnell du kannst. Aber wir haben jetzt unser Tattoo. Das heißt, wir sind jetzt V2, oder was? Wir sind V1. Ja, sowas gibt's, glaube ich, nicht. Es gibt immer nur 2, 4, 6, 8. So wie ich das eben gesehen habe. Keine Ahnung, da sind wir... Ja, doch, vorhin gesagt. Keine Ahnung. Jetzt fragst du mich Sachen. Verborgenes Auto, was gibt's denn hier? Ah, da ist auch ein Hot Rod. Hot Rod Hub 1. Okay, da bin ich gespannt. Mal gucken. Wir müssen auch nochmal irgendwann... Werde ich nochmal die anderen Sachen zusammensuchen. Also ich habe gerade in der bisschen Zeit mein Auto mal mit den Sachen abgetunt, die halt ich aufgesammelt habe und noch nicht einbauen konnte. Das Auto hat sich jetzt echt nochmal heftig verändert. Wenn ich visuell random Upgrades mache, ändert sich nicht so wirklich viel bei mir. Achso, das hat er jetzt übernommen? Na gut. Reparatur. Reparieren wir den mal kurz. Für 658. Läuft. Kann ich mir eigentlich jetzt noch einen neuen Wagen kaufen? In der Werkstatt? Oder muss ich dafür irgendwo anders hin?
Du kannst nichts kaufen, du kannst nur die Sachen, die du gefunden hast, da einbauen. Okay, gut. Dann verlassen wir die ganze Sache mal. Möchtest du Hauptquarter verlassen? Ja. Schön, wieder dabei zu sein, Alex. Ich habe Dayton und dich im Stich gelassen. Jetzt tue ich alles, damit du Schiff kriegst. Nice. Also, ah, da bist Eric du. Zu. Ich muss mich wohl mit dem Arsch vertragen, was? Das ist unsere Spur, was willst du machen? Ich finde es für den Zivilisten ganz nett gemacht, dass die immer so aus dem Weg springen. Das wäre mir noch unsichtbar. Okay, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Missionen für Level 12 und ich bin noch Level 11. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier, ich mache mal den Slalom-Test. Du guckst auf deine Uhrzeit, ne? Was? Ja, ja, ist alles gut. Okay. 15 Minuten. Okay. Nur nicht, dass wir 1000 Jahre beziehen. Ich muss jetzt nochmal eben den Slalom-Test machen. Wo bist du denn gerade? Wo springst du denn rum? Ich sehe dich auf der Karte, aber irgendwie auch nicht, weil irgendwie bist du von mir rumlegen. Okay. So, ich mach da vorne jetzt mal einen Slalom-Test und dann müsste ich hoffentlich Level Up haben. Wobei, das bringt ja immer nur 5 EP. Ich weiß nicht, wie viel mir gerade fehlt. Eventuell müsste ich dann gleich nochmal wieder eine Mission nochmal machen. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Oder ein anderes Autorennen fahren. Gibt es nicht auch so normale Rennen, die man fahren kann? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Scheiße. Wäre ja eigentlich fast sinnvoll, wenn es nicht gäbe. Wow. Ja, du kannst halt die alten Missionen nochmal machen, ne? Das bringt mir das Erfahrung? Ja. Geld? Ja. Scheiße, Mann. Dann wäre es was wert, ja. Kurzer Verfahrer, aber Silber immerhin geschafft. Ein Modpunkt verdient, eine Mission freigeschaltet, ein Teil im Hauptquartier freigeschaltet. Alle weißt du, wo diese Modpunkte sind? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin Level 12. Ah, super. Einspritzanlage gewonnen mit einem Bonus auf Bremsen. Okay, 6 Punkte verbessert mich das. 152 habe ich jetzt. Super, so und jetzt fahren wir dann nochmal zu Eric zu, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon wieder rum. Wie viele Punkte? Was? Wie viele Punkte hattest du? 152 habe ich jetzt. Oh, ich habe dich fast eingeholt. Ich habe 151. Oh, Mist. Okay. Dann spielen wir die Mission doch gleich mal. Und schauen, was dieser komische Eric Zu jetzt. Wer da? Eric Zu, Ostküsten-Chapter. Du gehörst wohl mir. Du hörst dich nicht gerade begeistert an. Du hast mir keinen Grund dazu gegeben. In New York gibt's ein Straßenrennen. Gewinn oder verpiss dich hier. Okay. Nur damit du es weißt, ich wollte dich nicht. Du wurdest mir zugeteilt. Zeig, ob du Geschenk oder Fluch bist. Okay, zeig, ob du Geschenk oder Fluch bist. Das kriegen wir doch wohl hin, oder? Leid. Ich denke mal. Hast du die deutsche Sprache geguckt? Ja. Ach man, bist du ein Körperkerl. Wieso, was hast du denn? Englisch. Nice. Wieso bist du letzter, Leid? Mach doch mal was. Könnte ich jetzt wegrammen, ne? Alt! Wow, das war nicht gedacht. Ernsthaft, Leid? Ernsthaft? Ja. Ich suche mir, so Leute, an dieser Stelle suche ich einen neuen Mitspieler für The Crew. Der Alte hat es leider nicht gebracht. Das war nicht mal mit Absicht und du hast es provoziert. Oh, hier brennt's irgendwie. Geil. Ach, da bist du noch? Ach Mensch. Jetzt ja. Ich weiß auch nicht, wieso ich so weit hinten bin. Keine Ahnung. Das ist so ein schlechter Fahrer. Mein Teammate ist mir irgendwie in den Rücken gefallen. Nee, nee, nee. Also ich bin ein Segen und du? Bist du der Fluch? Du bist eher der Fluch für mich. Fluch für mich? Irgendwie liegst du in Chicago besser hier mit den Rennen. Mit den Straßenrennen. Oder St. Louis war es, glaube ich. Hab ich gerade einen Satz gesagt? Ich glaube ja. Gut. So. Oh, Z4. Oh verdammt, ich wollte ihn weg. Drängen, aber es hat leider nicht funktioniert. Jo, ihr kommt ja schon voll nah. Geht mal weg. Wir gewinnen. Klar, 100 Meter, Alter. Dich kriege ich auch noch, Alter, meine Freunde. Nee, nee. Dann hau ich dich in die Wand. Okay, versuch. Oh nein, oh nein! Daran war ich jetzt aber nicht so. Doch, doch. Das ist immer noch vom ersten Mal. Ihr habt es alle gesehen. Der Leid hat mich schon wieder abgedrängt. Was soll man da machen? Also ich bin völlig unschuldig. Ich fahre eigentlich super gut. Aber gegen Drängler kann ich nichts tun. Seht ihr? Guck mal, schon wieder abgedrängt worden. Immer dieser Leid. Was machst denn du? Ich weiß es nicht. Ich werde immer von dir abgedrängt. Ich will deinen Arsch retten, hey.
Ja, gewinn mal. Sind wir schon dabei? Checkpoint. Gewinn mit Abstand, ja. Wie bei Underground 2. Ich mach nicht nur hier Sieg, sondern ich mach Sieg mit Blamage für die Gegner. Was du laberst, hä? Beende das Rennen, bevor die Zeit abläuft. Hilfe! Zack, noch durchgefahren. Fuck it. Erster. Mission erfüllt 2, was immer. Oh, Bronze, yay. Oh, jetzt habe ich 156 KD. Ah, 153. Verdammt. Nee, 155 habe ich. I gotcha, bitch. So. Gucken wir uns mal an, was hier so abgeht. Okay, okay. Egal, wenn du mich lügen strafst. Kann ich am besten. Hast du von der verschwundenen Kohle gehört? Hab gehört, ein 510 hat. Was soll das heißen? Moment. Relax, Mann. Relaxen? Wenn du den Bossen das Geld nicht wieder beschaffst, können wir auch gleich selbst in den Hudson fahren. Verstehst du? Okay. Okay. A little overreaction, I guess. Mhm. Also, Eric Chu. Er hat eine interessante Akte. Oh. Sieht mir nach einem interessanten Typ aus. Piept. Aber wir brauchen ihn auf unserer Seite. Meinst du, du kannst mit ihm arbeiten? Wenn ich mit dir ja, einfach vor mir schon umgedreht hat. Okay, wo ist das? Das suchen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Hi. Hier hinter wahrscheinlich, irgendwo im Central Park oder so. Das ist ein sehr grandioser Ort, das zu platzieren, oder? Klar, wo ist denn das? Siehst du schon? Muss ja hier irgendwo im Grünen stehen, oder? Ja, ah, hier, ich sehe es links. Klar, also, ne? Ich bin mir sicher, im Brooklyner Park stehen überall solche Hot Rod Autos. Gut, dann ja, verabschiede ich mich von euch für heute. Vielen Dank, Leid, nochmal fürs Mitspielen, auch wenn du mich gerade daran gehindert hast, diese Mission souverän zu gewinnen. Und hab ich gerne gemacht. Gut, Leute, von euch verabschiede ich mich. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Video dieses Jahr war von The Crew. Mal gucken. Aber ansonsten, ja. Macht's gut, meine Freunde. Eine wunderschöne Weihnachtsfeiertage noch. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.